Hallöchen, meine Damen und Herren, das Major-Update ist da. Ja, das klingt sehr gut. Ja. Und dieses Mal ganz besonders, die Pick'ems sind kostenlos. Früher musste man sich einen Pass kaufen, um die Pick'ems zu machen. Jetzt geht das komplett kostenlos, sofern man den Prime-Status hat. Nichtsdestotrotz kann man einen Pass kaufen und damit dann wiederum Belohnungen absnacken. Gucken wir uns die ganze Sache mal an. Da. Ja, das sieht ja schon mal anders aus im Vergleich zu früher, aber overall ziemlich ähnlich. 3003 und die Standardteile. Kannst einfach reinziehen und wenn du dann fertig bist auf Made Picks oder Place Picks und dann ist man durch. Ich werde meine Profis dazu noch befragen und euch dann ein separates Pick im Video hochladen mit meinen oder vielmehr unseren Picks. Was auf jeden Fall sehr nice ist, ist, dass man jetzt ein Leaderboard hat. Einmal mit den aktivierten Dingern, man wird sich auch später vergleichen können, was die Richtigkeit der Picks anging. Hier drüben kann man sich den Pass kaufen und das werde ich jetzt so wie die letzten paar Jahre auch machen. Ich habe mir bis jetzt jedes Mal den mit den 3 Tokens extra geholt. Das mache ich jetzt auch wieder. Aber natürlich kann man sich auch den günstigeren holen. Und soeben habe ich den Pass aktiviert und hatte die Facecam davor. Dämlich. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, wenn ich jetzt ins Inventory gehe, habe ich jetzt mein Münzchen. So, diese Münze könnt ihr upgraden, wenn ihr richtig pickt. Zu den Picks wird es von mir auf jeden Fall noch ein Video geben. Wahrscheinlich sogar heute noch. Man hat aber auch noch 3 Tage Zeit, um die Picks eben zu machen. Also keine Hektik. Holt euch alle erstmal den Pass, guckt euch alles an. Es ist wie gesagt eigentlich so wie früher. Sieht nur optisch ein bisschen anders aus. Die Erträge von diesem gekauften Pass gehen übrigens zu 50% waren es, glaube ich, an die Teams, wenn ich mich vorher nicht verlesen habe. Und in diesem Bereich hier unten kann man bereits nachvollziehen, was jetzt eben die nächsten Schritte sind. Ich habe meinen Pass aktiviert. Babum, abgehakt. Der nächste Punkt sind natürlich die Pick'ems jetzt für die Opening Stage. Sobald man die gesetzt hat, babam, auch abgehakt. Und darauf folgt dann das Schwierige, weil bis dahin ist alles einfach, und zwar die 5 korrekten haben. Ihr müsst 5 korrekte Picks in diesem Bereich haben. Dabei ist es natürlich egal, welche. Es müssen nur 5 richtige sein. Dadurch verbessert ihr dann, wie gesagt, eure Münze und erhaltet eben auch wiederum Tokens. Und mit diesen Tokens kann man dann kostenlos Souvenirpakete öffnen. Ich kann euch hier mal ganz kurz... hier vom letzten Jahr zu oder von 21 habe ich hier halt noch was. Also man kann hier einfach auf Unlock Container gehen und dann auf Unlock und dann kommt da halt irgendwas bei rum. Wenn man Glück hat, was sehr, sehr cool ist oder halt sowas hier. Gucken, was bei der 21er drin war. Ah, da habe ich doch, das ist schon eine geile Meile. Das Ding hätte ich gern. Hier seht ihr übrigens meine bis dahin gezogenen Souvenirwaffen und ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich jetzt halt nicht so ein Glückspilz, ne? Und natürlich machen wir auch wie immer noch ein Giveaway. Wie gesagt, da ist jetzt halt nichts Wunderschönes dabei, aber wir nehmen einfach mal so eine MAC-10 Indigo, da ist zumindest ein bisschen Farbe mit drin. Ihr kriegt genau dieses Teilchen und wie man hieran teilnimmt, ist ganz einfach. Ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr hier bei der Pick'em-Geschichte mitmacht. Ja oder nein, reicht schon. Natürlich könnt ihr gerne auch schreiben, wie sehr ihr euch freut, dass es jetzt endlich da ist. Ich freue mich tatsächlich sehr, weil man war sich nicht zu 100% sicher, ob das jetzt genau so eben umgesetzt wird oder ob es irgendwie anderweitig erscheint. Ich bin froh, dass es einfach so weitergeht. Business as usual. Also ran mit euch, meine Damen und Herren. Wir lesen uns in den Kommentaren. Danke für alles. Heute Abend sind wir dann wieder live und nicht hier hingucken. Nicht hier hingucken. Nee. Wir haben ein bisschen viel geworfen. Ich bin 3-mal die Woche live. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt ran. Dort gibt es auch immer Skin-Giveaways, Viewer-Games und so weiter und so fort. Also ich werfe hier übrigens also mit euch immer zusammen. Ich bin zwar eine Konstante, aber ja. Wir sehen uns dann heute Abend im Livestream. Lasst krachen. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.